Hey there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Star Fox 2 mit dabei. Der Endsmash, immer noch. Und wir machen jetzt mit dem mittleren Schwierigkeitsgrad und nicht mit der mittleren Route weiter, so. Ja, wir I have wissen. returned again. Ich bin schon wieder zurück. Der lässt sich hier aber auch nicht aufhalten. Der ist nicht tot zu kriegen. So, und nun haben wir ein bisschen mehr zu tun. Jetzt sind es drei Planeten, die übernommen worden sind. Ja, ist okay. Halt nicht nur das, Andros konnte noch mehr seiner Raketen und so weiter losschicken. Ja, die Carriers. Man sieht ja da noch zwei Schatten bei dem komischen Ding, was er da hat. Bei seinem Todesstern, wo er Ja. sitzt. So, wir haben ja wieder zwei neue Charaktere. Wen haben wir denn dieses Mal, Smashy? Ich würde mal sagen, diesmal dürfen die Damen der Schöpfung mal hier das Universum retten. Ja, und zwar darf ich mit Miu antreten und der Smashy mit Faye, die ich ein bisschen niedlicher finde. Irgendwie schon, ja. Das ist auch nochmal so eine Sache, was echt schade ist, warum dieses Spiel damals nie offiziell rausgekommen ist. Zwei neue Charaktere und sie sind weiblich. Ja. Und sie wurden nie wieder neu aufgegriffen. Das ist so schade. Los, Frauenpower. Flower Power, let's go. Ich werde mich auf den Weg hier nach Fortuna machen und währenddessen versuchen, die Rakete da abzufangen. Do it. Wow. Holy. Hallo, du. Es ist eine Bleistiftrakete. Ich glaube, so hat Rüdiger es damals genannt. Bleistiftrakete oder so. Oh Gott, jetzt teilen die sich auch noch auf. Oh Gott, ey. Oh, versucht ihn ran zu boosten, ja. Noch eine, komm, die kriegst du jetzt noch. Wow, Alter. Hast du aber gerade Stoff gegeben. Ja. Oh Gott, mein Aim. Oh, mein Aim war gerade so für ein Poppes. Da crasht er fast hier in die Rakete rein. Ich habe nicht mit so einem großen Boost gerechnet. Ja, die war ewig weit weg und auf einmal. Wut! Oh, Fortuna. Oder auch Hi. nicht. Mein Name ist Ergi und ein Jonio. Algi? Wer ist er denn? Wo ist Andrew? Stimmt, Starwolf hatte damals noch ein anderes Mitglied, was glaube ich dann auch einfach verworfen wurde und aus Algi haben sie dann Andrew gemacht, den Neffen von Andros. Ha, interessant. Algi, was ist das für ein Name, ey? Dem seine Eltern mochten ihn bestimmt auch nicht. Ich sehe gerade, ich habe deutlich weniger Lebensenergie. Ja, ich glaube, das ist generell so. Ich glaube, die Girls des Star Fox Team haben weniger Energie. Da hat der Randomizer mal richtig gut ausgewählt für uns. Wow. Und ich glaube, Starwolf hat auch jetzt mehr Energie, oder? Uff. Uiuiuiui. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade aktiviert habe. Das könnte ein Schild sein, oder? So ein Schutzschild. Wow, da hat er getackelt. Alter, ey. Algida Kamikaze-Flieger. Kein Wunder, dass sein Leidet Wars nicht mehr vorkam. Wo ist er? Da ist er. Wow. We won't forget this, no! Egal was passiert, ich muss zu Great Fox zurück. Ja.
Ey, das war dein zweiter Versuch jetzt hier. Im Hard-Modus. Und dann kommt einfach mal gleich Algi aus dem Star-Wolf-Team. Ich würde sagen, hier die Rückkehr zur Great Fox, das zählen wir nicht als Versuch. Nein, weil das ist ja auch kein Level. Ja. So, jetzt bin ich wieder geheilt. Ja, jetzt musst du dich aber hier um die kümmern. Ja, definitiv. Das heißt, ich darf mich dann um Fortuna kümmern. Falls nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Ja. Falls. Was bei dem Spiel gerne mal passieren kann. Ja, Faye sagt das gerade, wenn wir nicht boosten, wird unser Ziel außer Reichweite sein. Boah, sind eigentlich nur Kamikaze-Flieger hier unterwegs. Au. Shit. Den letzten musst du dir holen. Planetary Missile. Ja. So, einmal so und zack. Na den. Boah, so gerade eben noch. Jetzt muss ich aber zusehen hier. Ja, das ist... Das war easy. Oh Gott, war das schwer. Ich war schon so am Schwitzen. Das denke ich mir. Du bist ja auch nicht. Du bist nicht der beste Star Fox-Spieler, das weiß ich ja. Deshalb wundert mich das nicht, dass du so am Schwitzen warst. Keanu, nicht frech werden. Nicht frech werden hier. Ich würde sagen, ich kümmere mich vielleicht doch lieber erstmal um die Rakete hier, oder? Ja. Die Kanone. Das kommt drauf an, wie es nach dem Kampf aussieht mit der Kanone. Ob du dich auch um die andere dann noch kümmern musst. Oh Gott. Oh. Komm schon. Ja. Wunderbar. So, jetzt noch die andere. Here we are. Sehr schön. Nummer 2. Okay. Ich versuch's einfach mal. Okay. Weil Fortuna haben noch 4 Raketen. Wenn sie die losschicken, dann ist halt auch scheiße. Ja. Ich muss es halt schnell machen. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt auf Mission bin, fliegt die Rakete weiter auf Corneria zu. Hm. Hier. Wir haben hier Target. Wie das mich so heftig an F-Zero erinnert. Irgendwie, ja. Hier, die Wasserstrecke. Big Blue, genau. Ich glaube, die Base liegt sogar unter Wasser. Lol. Nein, hier, so drehen. Jetzt bin ich abgesoffen. Jetzt bin ich ganz unten angekommen. Ich muss mich echt immer noch dran gewöhnen, hier nicht den Stick drücken, weil der bringt nichts. Ich muss ab und zu mal irgendwas drücken. Ja. Okay, das... Ich habe mein Ziel dezent verfehlt. Ja, weil dein Ziel sich auch bewegt. Das ist ja scheiße, ey. Ey, das ist ja scheiße. Jetzt musst du predikten. Ach, das ist auf so einem Schiff? Ja. Ach Gott, ey. Wo bin ich? Da. Ein bisschen Gas geben. Und jetzt? Jetzt aber. Oh, sehr Mann. Gut. Und das Schiff... Es sah aus, als ob es random fährt. Und keine Route hat. Keine Ahnung. So. A battle carrier has launched an attack force. Oh nein. Oh. Bin schon auf dem Weg. Hier, General.
Ich finde es auch schön, wie sich die Musik verändert, wenn man unter Wasser ist. Es hat eigentlich so größtenteils typisch bei Videospielen, wenn du unter Wasser bist, dass sich die Musik halt ändert. Ich auch wie das schwimmt, hast du gesehen? Ha. Das ist richtige Froschbewegung hier. Das ist süß, das war ein süßes Detail. Die Musik wird jetzt richtig dramatisch. Okay, jetzt ist wieder andere. Oh, was war das hinter dir? Special Weapon! Special Weapon? Mhm. Okay. Machst du mehr mit Y, mit X? Ist das so eine Bombe dann? Ich hatte ein Schild, als ich das gemacht habe. Du eventuell auch. Achso, okay. Das siehst du ja an dem S-Symbol, da steht ja eine 4 dran unten links. Ja. So, now. Ach, das Ding hier, okay. Ich habe jetzt den Kern freigelegt. Puh! So, das war jetzt mein dritter Versuch. Das heißt, du bist wieder dran. Das war der dritte? Der erste war ganz kurz. Der erste war ganz kurz. Dann hatte ich die Raketen und jetzt hier Fortuna. Ja, genau. Einfach, dass es auch immer wieder ist, zu vergessen, ne? Oha. Ich habe auch ordentlich Schaden abbekommen schon. Meinst du, du kriegst die Rakete noch? Ich hoffe es. Wenn du sie kriegen solltest, kannst du vielleicht noch kurz bei der Great Fox vorbeigucken. Boah, ich glaube, die kriegst du nicht mehr, oder? Nee. Oh, 5 Damage. Uncool. Kein Perfect Run. Schlecht. Okay. Ich glaube, da oben kommt ein Virus, oder? Was unseren Satelliten befallen will. Naja, nicht für mich. Ich versuche es zumindest. So, das ist dein erster Versuch jetzt. Oh, wir sind schnell. Boah, heilige. Uff. Load me up the R-Wing. Enemy out of range, Alter, ey. Die waren ultra schnell, holy. Die waren schnell, ja. Oh. Fuck. Jetzt musst du dir den Satelliten schnappen. Ich mach erstmal kurz hier. Man merkt aber schon, dass es jetzt schon echt schwieriger geworden ist. Wow. Es ist so... Wo ist der? Wie habe ich den denn getroffen? Wow, Scharfschütze. Oh Gott, der... Wieder Enemy out of range. Die sind ultra schnell. Einen Versuch hast du noch. Ich gehe eher zum Satelliten rüber. Okay. Mach das, ich gehe dem Chinchilla gerade mal noch schnell was zu trinken. Mach das. Bring die Flasche auffüllen. Mach das. Okay. Ich muss erst mich auf was ich da genau schießen muss. Aber dann habe ich es gesehen. Das war überhaupt keine gute Runde für mich. Absolut nicht. Oh, die Raketen. Hast du es nicht geschafft? Doch. Hab ich. Gut. Ich wusste erst nicht, worauf ich genau schießen muss. Okay. 3 Raketen. Da ist ja jetzt noch einer übrig, glaube ich zumindest.
Müsste noch einer gewesen sein, der dir entkommen ist. Der ist echt schnell. Ja. Muss man echt aufpassen. Und das Chinchilla dringt. So, eine Rakete, eine Dingens wird hier abgeschossen. Ich glaube, der rechte wird abgeschossen. Dementsprechend würde ich genau den linken nehmen. Ja, der Satellit dreht sich rechts lang. Also gegen den Uhrzeigersinn, alles klar. Boah, wieder vier. Sehr gut, einer ist hier direkt reingeflogen. Wunderbar. Na, komm her, Süßer. Okay, Verteidigungssystem hat ihn erwischt. Sehr gut. Was ist der letzte? Bingo. Was? Was? Enemy out of range? Was? Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Wo war der bitte out of range? Ich habe keine Ahnung. The fuck? Denke ich mir auch gerade. Ist jetzt mein dritter Versuch? Ja, ne? Ist der dritte. Wow. Hat sich ja voll gelohnt. Uff. Gut, ich werde aber dann noch mal... It's no fun when there's no resistance. Launch planetary missiles at Condaria. Oh, not again. Uff. Ich werde aber in die Great Fox fliegen. Das denke ich. So, ich muss nicht. Oh, komm. Uff. Die fahren jetzt die schweren Geschütze aus. Ja. Yep. Ganz schnell hin. Mir sind die Gegner da alle egal. Das war ein Speedrun. Fast so wie Podracing. Das ist genau wie Podracing. Genau, so war der Spruch. Doch schon den Kern. Na komm. Zieh doch bitte weiter drauf, ey. Meine Güte. Mädchen, stell dich doch nicht so an. Mann, Miu. Gut, den ersten Carrier haben wir. Falls hoffentlich nicht noch weitere kommen. Our job is easier once we destroy the carriers. Du sagst es. So, Rabums. So, jetzt komm. Was? Nö! Oh. Fliegst du einfach mal dran vorbei? Okay, den hast du. Sehr gut. So, Nummer 2. Gut, eine Sache darf ich noch machen. Ja, einmal darfst du noch. Ah. Oh, da fliegt was.
Ja, ein Starwolf-Member. Um den darf ich mich spaßigerweise kümmern dann. Du hast immer... Wow! Was ist das denn für ein Wattestäbchen? Keine Ahnung. Ich habe immer die Starwolf-Kämpfe, ey. Das ist schlimm. Ha. Und Rabums. So, lass mich mal kurz die Zeit überprüfen. Ja, den haben wir aber, glaube ich, erst im nächsten Part. Gut, dann würde ich nämlich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Star Fox 2 mit dabei war. Endsmash. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.